wird. Doppelfehler Nummer 4, aber ich bin sicher, dass sich der Marokkaner dieses Risiko selbst auferlegt, um Becker in der Defensive zu halten. Der alte Tennisgrundsatz, den zum Beispiel Jimmy Connors immer wieder so formuliert: If you are broken, try to break immediately back. Also, wenn du einen Aufschlag verloren hast, versuch das Service deines Gegners zu gewinnen. Chance zweimal für Becker. Das wird ihn ärgern und dieser Ärger ist sichtbar. Zweimal hat er zweiten Aufschlag seines Gegners. Einmal der Fehler mit der Vorhand, dann der mit der Rückhand. Das wird eine Strafe nach sich ziehen. Und so ist es, Lionel Lascar. Er teilt eine Verwarnung an Boris Becker.
Abuse of Racket heißt es offiziell. Missbrauch des Schlägers. Also das war nun in den letzten 90 Sekunden ein Wecker der schlechteren Art. Jedermann weiß, dass es auch ganz anders kann. Aber so verletzt nun mal ab und zu im Tennis. Da hat man in dem ersten Spiel eines Satzes Breakchance. Schafft das Break nicht, dann verliert man selbst das Service. Zwei Chancen zum Rebreak, nicht geschafft. Und nun muss Boris Becker erst einmal sich selber fangen. Die Reste des alten Modells. Bin sicher, das wird jeder Tennisfan gerne als Souvenir nehmen, wenn man nur über die Bande hüpfen dürfte. John Kiriak mit dem Mannschaftshut des deutschen Olympiateams. Wir sagen, das ganze Team hat nicht nur einen Hut, sondern es ist der Hut für John Kiriak. Oder vielleicht hat er sich den von Becker geliehen, wer weiß es. Der Marokkaner täte gut daran, Becker nicht auf diese Art und Weise zu reizen. Immer wieder kommentiert Boris Becker sein Spiel. Da und dort entwickelt sich ein Zwiegespräch mit dem Publikum.
Das ist so das Rezept für Boris Becker. Initiative ergreifen, Spiel bestimmen. Breakchance. Da ist das Break. Heftig umjubelt von den deutschen Fans. Nur noch 3:2 Führung für den Marokkaner. Und hinter dem Stuhl von Boris Becker finden sich schon einige Schlachtenbummler ein, die Relikte des zerbrochenen Schlägers von ihm haben möchten. Das passierte vor wenigen Minuten und seit dieser Zeit war zwar Boris Becker zwischenzeitlich mit 0:3 in Rückstand geraten, dann brachte er sein Service mit dem neuen Racket zu 0 durch. Jetzt das Break zum 2:3. Und die Nerven haben sich wieder beruhigt. Wie man sieht, versucht er sich zu lockern. Ist halt das Problem in diesen Tagen hier im Val d'Hebron mit den klimatischen Umständen zurechtzukommen. Heute ist es sehr viel angenehmer als vor 2 Tagen. Gerade hier jetzt um kurz nach 4:30. Es geht ein leichter Wind. Die Sonne verschwindet dann und wann manchmal hinter den Wolken. Die Temperaturen sind
absolut erträglich, vor allem für austrainierte Sportler. Jetzt heißt die Devise, in Ruhe Aufschlagspiel durchbringen. Gut passiert von Elena Wieb. Oft gibt ja der erste Punkt Aufschluss darüber, wieso ein Spiel verläuft. Becker warf nochmal einen Blick dorthin, wo der Ball aufkam. Ass Nummer 4 von Boris Becker. Ein weiterer guter Aufschlag folgt. Nach einem 0:3 Rückstand gleicht Boris Becker zum 3:3 aus. Die längere Pause war entstanden, weil die Bälle gewechselt wurden. Nach den ersten 7 und nach jeweils weiteren 9 Spielen erfolgt diese Prozedur. Drei Beide, 30-15. Becker macht immer wieder die Vorhandecke auf, provoziert damit, dass Jonas Elanaoui ihm dorthin serviert. Da hat er wieder
wenn man so sagen darf, den Griff verloren, war abgerutscht. Gutes Aufschlagspiel wieder von dem 20-jährigen Marokkaner. 4:3 Führung. Im zweiten Satz sind sie eingeblendet. Er hatte in der ersten Runde keine Probleme mit dem Engländer Chris Wilkinson. Den besiegte er in 3 Sätzen, 6-4, 6-1, 7-5. Das war ein gutes Los für ihn, denn auch der Engländer Wilkinson war ein Lucky Loser. Also er ist durch Absagen in das Hauptfeld bei Olympia gekommen. Auch wenn das Match heute anders verläuft als die Partie zwischen Becker und Röth, auch jetzt bin ich schon geneigt, dem Marokkaner ein Kompliment zu machen. Denn er verkauft sich gut. Wie ein Schachspieler hat der Boris Becker seine Züge gesetzt. Mit dem Aufschlag den Gegner weit rausgetrieben und dann mit einiger Härte diese Vorhand gesetzt, die der Marokkaner gerade noch erläuft, aber nicht mehr zurückbringen kann. Thank you.
Der Gedanke war richtig, mit einem langen Slice anzugreifen. Der Ball geriet ein klein bisschen zu lang. Zum ersten Mal Surf und Volley des Marokkaners. Gleich erfolgreich. Das war nun ein sehr gutes Aufschlagspiel von Jonas El Ainaoui. Zweimal Surf und Volley, zum Abschluss ein Ass. Resultat, erneut die Führung für den Marokkaner. 5:4.